Thomas Kreuzmann, in Wiesbaden, das, was sich da jetzt zeigt, sind natürlich zufriedene Parteien, denn alle haben irgendwie noch mal Glück gehabt anscheinend. Aber unklare Verhältnisse, ist jetzt schon die Ernüchterung da, dass man gar nicht weiß, wohin geht's denn, und man befürchtet wieder hessische Verhältnisse? Ja, wir sind eigentlich mittendrin in den hessischen Verhältnissen. Wie 2008 haben weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün eine Mehrheit. Und es gibt eine Unwägbarkeit in Gestalt der Fraktion der Linken. Ob SPD und Grüne mit ihr nochmal zusammenarbeiten werden oder nicht, das ist höchst ungewiss. Beide haben vor dem Urnengang versucht, die Linke möglichst rauszuschmeißen, rauszudrücken. Wie aus anderen westdeutschen Landtagen auch. Das ist hier nicht gelungen. Aber der SPD Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel, der diese Partei ja doch wieder ein bisschen zusammengeführt hat in den letzten Jahren, es tatsächlich hinbekommen hat, sie zusammenzuführen, der hat diese Ypsilanti-Falle galant umschifft, muss man ja sagen. Er hat ja nicht hundertprozentig ausgeschlossen, also ein klares Nein hat er nicht gesagt, nämlich eine rot-rot-grüne Koalition vielleicht zu versuchen. Was glauben Sie, wohin es jetzt momentan läuft, oder gibt es schon Anzeichen? Also Schäfer-Gümbel hat, sagen wir mal, das zu 98% umschifft. Und es gibt hier durchaus eine Menge Journalisten und natürlich auch seine politischen Gegner, die sagen, im Grunde habe er sich vor dieser Wahl festgelegt gegen eine Zusammenarbeit mit der Linken, hat einen Eiertanz aufgeführt. Er hat formal eine solche Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen, wohl aber politisch. Und wir wissen aus eigenen Umfragen des hr-Fernsehens, durchgeführt durch Infravest DIMAG, dass selbst auch 2/3 der SPD-Wähler eine solche Zusammenarbeit ablehnen. Also Schäfer-Gümbel ist da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Er hat vor der Landtagswahl ein Modell in Erinnerung gerufen, das greifen könnte nach dem 17. Januar 2014, wenn diese Legislaturperiode endet, nämlich eine Fortführung einer geschäftsführenden Landesregierung aus CDU und FDP, um dann mal so zu sondieren, was gehen könnte. Das klingt so danach, als wolle die dann parlamentarische Mehrheit von SPD, Grünen und Linken der rechtsliberalen amtierenden Landesregierung dann eine linke Politik aufzwingen. Das hat man schon mal 2008 gemacht, hat die damalige Regierung Koch gezwungen, die Studiengebühren abzuschaffen. Das ist gut angekommen in Hessen. Möglicherweise will man da so ein Meinungsklima in dieser Richtung schaffen, um dann vielleicht doch irgendwie zu einer rot-grün-roten Zusammenarbeit zu kommen. Man weiß allerdings auch, das ist durchaus unpopulär. Ich habe es angesprochen, die veröffentlichte Meinung ist auch stark dagegen. Also für Schäfer-Gümbel ein großes Risiko, zumal es bei den Grünen auch einige gibt, die sagen, man arbeitet in Großstädten wie Frankfurt oder Darmstadt gut mit der CDU zusammen. Das wäre vielleicht eine bessere und stabilere Lösung als ein ungewisses Rot-Grün-Rot. Eben gerade in Frankfurt hört man ja immer wieder, dass es sehr gut funktioniert und man sehr viel besser zusammenarbeitet, als ganz andere Konstellationen vorher es gemacht und geschafft haben. Wie weit ist man aber voneinander entfernt, jetzt im Speziellen Schwarz von Rot? Liegt es an Personen, an vielleicht auch der alten Riege, beispielsweise in der CDU, die ja dann doch noch Koch-Vertraute sind? Ganz genau. Der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier ist seit 1999 Innenminister bei Roland Koch gewesen, bis 2010. Beide standen sich eng beieinander. Er hatte den Beinamen der schwarze Sheriff. Als Innenminister hat er Law-and-Order-Politik exekutiert, auch durchaus zum Unwillen manchmal selbst der FDP, nach gerade der Grünen. Das passt eigentlich nicht so richtig zusammen. Allerdings hat Bouffier zielgerichtet seit 2010 eine Metamorphose durchlaufen hin zum, ja, ich sag mal, gütigen Landesvater, der auch liberalere Positionen einnimmt. Wir sagen hier, er merkelt. Er hat viele Positionen auch der Opposition übernommen, wenn sie populär zu sein scheinen, so wie es auch Horst Seehofer in Bayern gemacht hat, beispielsweise in der Schulpolitik. Da scheint er sich stärker den Grünen auch mit anzubieten. Auf der anderen Seite muss man eindeutig sagen, dass zwischen CDU und SPD in vielen Fragen der Infrastruktur beispielsweise die Gemeinsamkeit größer sind. Die Grünen opponieren stark gegen die Erweiterung und den Ausbau des Frankfurter Flughafens, der mit rund 100.000 Arbeitsplätzen einer der wichtigsten Arbeitgeber in ganz Europa ist. Und der Flughafen bedeutet Fluglärm. Die Fluglärmgeschädigten sind die Klientel der Grünen. Also das wird zum Beispiel ein Punkt, der ganz, ganz schwierig zusammenzubringen ist. Thomas Kreuzmann, herzlichen Dank für den Moment, für die Einschätzungen und Analysen. Danke nach Wiesbaden. Sehr gerne.